Das Moor ist ein Naturerbe in Nordwestdeutschland, das es hier zu schützen und zu erhalten gilt. Ich bin groß geworden am Moor und die Menschen, die am Moor siedelten, die waren arm. Das war ein Lebensraum, den mochten die Menschen hier in Nordwestdeutschland nicht, weil dort kein Ertrag zu erwirtschaften war. Es war landwirtschaftlich nicht nutzbar. Und so haben sich die Menschen irgendwo dem Moor als einen Ort, der wo die Geister wohnen, der etwas Mystisches hat, so war das Moor in den Köpfen der Menschen. Heute erleben wir einen Bewusstseinswandel. Wir wissen heute, dass Moore Rückzugsinseln für viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten sind und darauf aufmerksam machen, dass wir hier ein Naturerbe von großer Bedeutung hier vor uns haben in Nordwestdeutschland, hier gerade auch im Leder-Jümme-Bereich. Darauf möchte ich mit dieser Ausstellung aufmerksam machen. Ich kann nur Bilder machen, wenn ich eine Beziehung zu einer Landschaft oder zu einem Naturraum habe. Man muss sich irgendwie wie in der Musik so ein bisschen eingrooven in so eine Landschaft. Das heißt, man muss das mal erleben, man muss darüber staunen, man muss etwas darüber wissen. Und dann ist das Naturerlebnis eigentlich eine Voraussetzung, ein Ausgangspunkt für ein gutes Naturbild, also draußen sein. Und ich glaube, man muss auch ein Empfinden dafür entwickeln, was diese Landschaft überhaupt ist, um sie in Bildern zu verdichten. Den Besucher erwartet in der Ausstellung ein breites Portfolio des Lebensraums Moor. Ich habe einen Freund aus Südtirol, der lebt in den Bergen, Hugo Wassermann, ein begnadeter Naturfotograf. Und ich habe ihn herausgeführt ins Goldenstädter Moor. Wir kamen durch einen Birkenwald und es war ein Blick weit bis zum Horizont, ein ganz großes Nichts. Und er war so überwältigt, er hatte fast Tränen in den Augen. Und ich sage, Hugo, was ist jetzt das Besondere hier daran? Und er sagte, wir leben zwar in einer riesigen, imposanten Natur- und Bergwelt, aber bei uns ist nachmittags um 4 Uhr die Sonne weg. Wir leben immer in einem Spalt, auch wenn die Berge hoch sind. Und diese unendliche Weite, das ist gar nicht mit Händen zu greifen. Und das, glaube ich, können die Menschen hier ein Stück erleben, dass dieser Naturraum, der auf den ersten Blick ein großes Nichts ist, dass dieser Naturraum eine ganz große Vielfalt bereitet.